Guten Tag, liebe Freunde des besseren Geschmacks. Wieder herzlich willkommen im Hotel Astenblick mit feiner Küche in Paschas Restaurant. Ich bin der Pascha und ich zeige euch heute ein Rezept, was jeder kann. Er muss es nur nachmachen und 100% gelingt. Garantie, und ihr werdet da richtig Eindruck schinden, weil es ist ein toller Geschmack, der dabei rauskommt. Aber man braucht dafür auch etwas. Nämlich ein Huhn bester Qualität, das ist ein Hähnchen, ein Schwarzfederhuhn, Freilandhaltung, und da machen wir ein bisschen Warenkunde. Wir sehen, die Stelzen, die sind schön schwarz, nicht grau oder so, also das ist ein sehr junges Huhn, Hähnchen, und ja, dem widmen wir uns jetzt. Es ist nicht ausgenommen und man kann dann natürlich auch jeden x-beliebigen Gummiadler mit Qualzüchtung nehmen. Aber das macht ihr dann bitte zu Hause und nicht im Hotel Astenblick. Wir fangen mit dem Ausnehmen an. Das ist gar nicht mal so leicht, aber auch nicht so schwierig. Wir stechen erstmal hier unterhalb des Afters ein und weiten das hier ein bisschen, bevor wir da rumschnippeln und so. Und dann holen wir ein Organ nach dem anderen aus. Fangen hier mit dem Magen an. So. Das schneiden wir aus. Und jetzt schälen wir den After richtig heraus. Und das kommt in den Abfall. Jetzt waschen wir uns nochmal die Hände. Hände und Messer sind desinfiziert und sauber. Und jetzt ziehen wir den Rest raus. Nämlich die Leber und das Herz. Alleo, da haben wir es. Wir haben hier die Galle, die dürfen wir nicht verletzen. Jetzt können wir nämlich die Leber nicht weiterverwenden. So, jetzt ist das innen schön sauber. Das tun wir einfach mal an die Seite. Wir brauchen es nämlich nicht für das Rezept. Ich trenne den Kopf ab. Oh, das kriegt alles der Hund. Und nehme Speiseröhre und Kropf heraus. Ja, der Kropf, der könnte jetzt noch mit Futter gefüllt sein. Ist er in diesem Fall aber nicht, er ist ganz sauber. Dann ist das nur ein kleiner Hautsack, den man mit der Speiseröhre herauszieht. So, das ist jetzt schön sauber. Und jetzt trenne ich noch die Füße ab. Und schneide die hier so ein bisschen ein. Das gibt dann später eine schönere Form für die Schenkel. Das ist praktisch unser Gewürz für das Hähnchen. Und diese Zweige, die schieben wir hier unter die Haut. Und der Rosmarin kann da seine Kraft voll entfalten hier. Auch unter die Schenkel. Da muss man ein bisschen Bergarbeitererfahrung haben. Nämlich, man kann das alles hier durch dieses eine Loch durchschieben. So. Und auf der anderen Seite machen wir es ganz genauso. Das Hähnchen wird jetzt nur noch mit grobem Pfeffer gewürzt. Vor allen Dingen von innen. Ja. Ja. Wir machen unsere Salzkruste. Und zwar gehen wir hier einfach in, ich habe hier Steinsalz, man kann Meersalz nehmen, man kann alle möglichen Arten von Salz nehmen. Das vermischen wir hier mit Eiweiß.
Meine Oma würde sagen, aus der Lameng. Also gar nicht abwiegen, gucken. Das war eine schöne, fast teigige Konsistenz hinkriegen. Manche geben noch ein bisschen Mehl dazu und so, dann schmiert das besser, dann klebt das besser. Aber das finde ich irgendwie nicht schön, weil ich das Salz nämlich im Winter benutze. Ratet mal, wofür man im Winterberg im Winter Salz benutzt. Damit die Leute nicht ausrutschen. So, ich verteile das hier auf dem Boden. Hier habe ich schon mal ein bisschen und lege mein Huhn drauf. Die Gemüse, die ihr gerade gesehen habt, die tue ich zum Teil gewürfelt hier mit rein und decke das Hähnchen ab. Ein bisschen bleibt hier noch übrig. Jetzt nehme ich meine Kartoffeln, lege die hier schön drumherum. Wurzelgemüse. Ja. Ungeschält. Ne? Die Füllung drin, das war alles geschält, aber das hier machen wir ungeschält da rein. Und nun kommt das Ganze ins Rohr. So, 200 Grad, 2,5 Stunden. So, wow. Ah, das sieht gut aus hier. Steinharte Kruste. Und mal gucken, was sich darunter verbirgt. Leo. So, unsere Gemüse sind schön gar. Ja, da haben wir den Petersilienwurzel, die schwarze Möhre, die ist nicht durchs Verbrennen schwarz. Ihr habt sie ja vorher gesehen. Und ein bisschen dieses Zwiebelzeug hier. Und die Kartoffeln, die tun wir mal direkt ins Serviergefäß. Es ist richtig heiß hier. Die schälen wir ganz einfach, wir kratzen das mehr oder weniger ab. Das ist echte Fuckelarbeit, aber ihr habt hier eine Möhre, die null ausgelaugt ist, nicht gekocht. Und die eben 100% nach Möhre schmeckt. So, das machen wir jetzt mit allem hier. Übrigens, schwarze Möhre ist gelogen. Das ist ja eine lila Möhre. Aber der Gemüsehändler verkauft es mir eben als schwarze Möhre. Das ist eine alte Sorte. Früher waren alle Möhren, hatten alle Möhren diese Farbe. So. Hat man mir mal gesagt. Die wurden erst so orange gezüchtet. Aua, heiß ist das. So, das mache ich jetzt auch hier mit dem Pastinak und mit der Zwiebel. Kann ich einfach rausdrücken. Und mit dem Pastinak funktioniert es genauso. Ganz einfache Kiste. So, die Gemüse werde ich jetzt ein bisschen würfeln. Dann stelle ich die nochmal auf dem Ofen warm. Ich würze den. Ich würze die nochmal mit Pfeffer und eventuell etwas Salz.
gib Butter dran oder Rapsöl. In diesem Fall nehme ich einfach mal Rapsöl. Das ist kaltgepresstes aus der Ölmühle in Rüthen. Wir machen da auch Biodiesel raus. Das schmeckt super. Das tue ich an die Seite und jetzt kommt unsere super Geschichte. Unser Schwarzfederhuhn. Dafür nehme ich einfach mal mein wertvolles Sägemesser und versuche den Deckel hier abzuheben, ohne mich zu verbrennen und so. Ah, guck, das ist doch gar nicht mal so total fest. Ah, wer sagt's denn? So. Und wir eröffnen das Schwarzfeder. Oh, könnt ihr das riechen? Ah, oh, das ist geil. Dieser Bärlauch, der Rosmarin. Das ist schon fantastisch. Und ihr werdet feststellen, das Hähnchen ist nicht versalzen. Obwohl das hier im Salzbett liegt. Pures Salz. Das wird jetzt sehr gar sein, auseinanderfallen. Deshalb ganz vorsichtig, ich nehme mir so einen Küchenfreund hier. Eine kalte Hand oder tausend Namen dieses Gerät hier. Und heb mir das hier. So, jetzt sorgfältig Salz abkratzen. Das ist wirklich sehr wichtig. Wir wollen ja nicht, dass ihr da den Salzflash auf dem Teller habt, sondern einfach nur den Wohlgeschmack von diesem Schwarzfederhähnchen. Ich habe hier immer mein volles Brett sauber gemacht. Geschichte hier. Zerlege ich das Huhn. Ich kann es einfach eigentlich von Hand zerlegen. Das ist, da brauche ich gar nichts zu schneiden und so. Es zerfällt. Ich muss hier nur das so ein bisschen abkratzen. Ich könnte das auch mit einer Gabel machen oder sogar mit einem Löffel. So zart ist das. Auf der anderen Seite mache ich es genauso. Erst die Beine ab. Ich lege die direkt mit der Hautseite nach oben wieder hin. Das wäre die. Und hier ein Schnitt in der Mitte auf dem Sternum. Ja, wir sind hier nicht im Lateinunterricht, auf dem Brustbein. Bisschen Brust, ein bisschen Keule. Und das wirklich köstliche Gemüse. Jetzt werde ich jetzt mal ein bisschen brutalisieren hier. Ich quetsche das einfach hier rein in so eine Form und schmeckt nicht besser, sieht aber irgendwie spaciger aus. So, und fertig ist es. So, vielen Dank für eure Geduld. Wir machen jetzt wieder viel mehr Filme. Die Wintersaison ist vorbei, man hat ein bisschen mehr Zeit hier in Winterberg und viel Spaß beim Nachkochen.